Willkommen zurück, Freunde. Auch wenn das Spiel mich in den Wahnsinn treibt, habe ich eine Idee, die wir jetzt mal umsetzen werden oder versuchen sie umzusetzen. Der Aufzug da unten soll zu einem NPC führen, der die Schmiede betreibt, wo wir dann auch entsprechend unsere Waffen und Rüstung aufwerten können. Das versuchen wir jetzt einfach mal zu erledigen, so dass wir den Schmied freisetzen können. Ich habe mir grob mal angeschaut, was wir dafür machen müssen. Ganz grob, wirklich ganz grob habe ich es verstanden. Im Detail aber nicht. Ihr seht, wir sind jetzt wieder Furo-mäßig unterwegs. Allerdings mit der Doppelaxt. Spielt sich eigentlich so wie die Doppelschwerter. Nur halt, dass er sie eher so... Ne? Zack. Zusammenschwingt und nicht nach vorne stößt. Macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Die Leiter müssen wir später auch noch runterlassen. Und wir müssen hier wieder springen. Nice. Oh. Zu spät. Oh, mit Wurf-Items habe ich jetzt auch ein bisschen rumexperimentiert. Wo kam die Hexe jetzt her? Die Wurf-Items funktionieren auch bei den Rittern wunderbar. So, ich muss nochmal eben schauen, wie man hier springt. Ah, leck mich doch. Ja, nach wie vor. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich springen. Ja. Also nach wie vor diese Jump. Oder wir gehen einfach über diese Treppe, die wir anscheinend schon aktiviert haben. Oh Mann. Ja, also nach wie vor machen mir hier diese Jump-and-Run-Aktionen sehr viele Probleme. Ups. Na, komm schon. Und weg mit dir. Ja, lief auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Aber in der Umbra-Welt habe ich eigentlich keinen Bock, was zu machen. Auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir hier auch irgendwo zwischen den Welten hin und her switchen. So, da wurde mir auch empfohlen, mal ein paar mehr Setzlinge zu setzen. Auch wenn ich sehr geizig bin, sollte ich das vielleicht langsam mal machen. Dann können wir nämlich auch hier zwischen den Welten wechseln. Sehr schön. Aber ich glaube, das war auch schon wieder ein Fehler, weil das viel zu früh war. Wir haben ja noch nicht wirklich viel geschafft hier. So, das Ding müssen wir von der anderen Seite. Ja. Was ist das? Oh, what the frog. Okay, das war dann wahrscheinlich die Ebene, wo wir wechseln müssen. Ich habe gesehen, dass die Leiter zu Ende ist. Aber ich habe natürlich wieder gedacht, ja, lass mal ausprobieren, wie weit das Ding geht. So, die Axt wird eher so, seht ihr ja auch, von links nach rechts geschwungen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also auch wenn das vielleicht nicht das beste Vorgehen ist, aber so ein bisschen die Waffen auszuprobieren, zu schauen, wie die sich verhalten, macht auf jeden Fall Spaß. Also in anderen Souls-Likes habe ich das ja eher weniger gemacht. Ach komm, das Ding ist egal. Aber hier macht mir das sehr viel Spaß.
So, wo müssen wir denn hin? Na, hier eventuell hoch. Da haben wir noch ein Item liegen. Das ist aber, glaube ich, ein Loot-Item. Von daher erstmal egal. Da werden wir geschützt. Da können wir auch genau die Ebene wechseln. Und da haben wir das Brett. Wunderbar. Sehr schön. Nee, das lassen wir da liegen. Also ich werde jetzt nicht wieder mein Leben riskieren, nur um da irgend so einen Crap einzusammeln. Ich bin zwar gierig, aber so langsam müssen wir mal gegen diese Gier ankämpfen. Ja, damit habe ich auch gerechnet, dass dort jemand steht, aber ich habe auch damit gerechnet, dass die uns angreifen wird. So, erstmal hier das Kleinvieh. Nice. Na, schnell weg. Na, ach, zwei von der Sorte. Okay. Ah, shit, da hat er mich noch erwischt. Na, komm schon. Oh Mann. So, dann machen wir erstmal Folgendes. Weg hier. Ja, super. Auch keine geile Idee. So, da haben wir ihn weggezogen. Und schnell weg, nicht dass ich da runterknalle. So, will ich mir das hier... Ah, leck mich doch. Ich will mir das hier eigentlich nicht antun, weil ich auch gleich schon wieder fast down bin. Oh, da war irgendwas, was wir ziehen können. Wir können aber Folgendes machen. Ah, shit, ich hab doch auf Ausweichen gedrückt. Oh, Mann, 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 Mann. Gut, Abkürzung haben wir freigeschaltet. Dann werden wir die gleich erstmal mit der Axt penetrieren. Dann haben wir die schnell weg. Magie wurde mir auch vorgeschlagen. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber vielleicht später. Also bei Elden Ring war es ja zu Anfang auf jeden Fall auch verdammt stark. Da hatte ich auch sehr viele Probleme mit dem Stärkebild gehabt. Und dann, als ich auf Magie geswitcht bin, lief das eigentlich recht gut. Aber im Endgame hatte ich dann auch massive Probleme. Ah, shit. Nee, nein. Ich kann hier keine Combo machen.
ohne dass ich direkt angegriffen werde. Ah, keine Axt mehr. Und er rennt. Oh Gott. Mein Timing ist wieder Bombe heute. Und jetzt ist die alte Hexe runtergeflogen. Sehr schön. Nee, das war falsch. Ah, okay. Müssen wir jetzt vielleicht diese Tür freischalten? Alles klar. Dann haben wir das Rätselslösung gefunden. Also, das war Nummer 1. Dem Tentakel gehen wir mal nach. Okay, dann ist das auf jeden Fall die Position, die wir brauchen. So, da haben wir Nummer 2. Sehr schön. Und da unten wahrscheinlich Nummer 3. So, hier einfach mal alles wegwemsen. So, weg mit dir. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber dann haben wir hier vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe. Das dann können wir uns auch so holen. Nee, das war nicht das Tentakel-Ding. Das war hier nur irgend so ein Loot-Teil. Ah, da. Ja, sehr schön. Da haben wir genau das Richtige erwischt. Ach komm, na, jetzt hänge ich hier fest. Ja, ich habe auch gesehen, dass in den letzten Tagen sehr viele Patches rausgekommen sind. Ich habe zum Glück keine allzu großen Probleme, außer mit dem Schwierigkeitsgrad. Da versuche ich mich noch einzufuchsen. Aber ansonsten komme ich hier sehr bugfrei durch. Ja, ziemlich duster hier. Ja, hier wäre jetzt ein Setzling richtig nice, aber ich habe natürlich keine mehr. Muss ich mir mal kaufen. Bei dieser komischen dicken Made in unserem Hub gibt es welche zu kaufen. Ah! Okay, wir leben noch. Okay, ist das hier der Aufzug, der uns dann... Wieso? Okay, NPCs können auch den Aufzug bedienen. Nice. Mir fehlt auch noch die Leiter, die wir runterkicken können. Oh, der hat noch ein bisschen HP. So, wäre aber geil, wenn wir noch mal eben nach oben könnten. Für Tränke.
Da unten sind, glaube ich, auch noch Hunde. Okay. Also, wenn ich Hunde plus irgendwelche dicken Viecher habe, habe ich ein Problem. So, da ist jetzt das Ding. Und wir fahren erstmal hoch. Gut, dann das mit der Leiter, die wir runterkicken können, war dann wahrscheinlich nicht für uns relevant. Oder für diesen Abschnitt nicht, aber perfekt. Erstmal wieder alles aufladen, die kleinen Äxte, die wir so haben und auch unsere Tränke. Was wir dann auch noch machen können ist, ja, ich hoffe bei der Skalierung, wenn ich jetzt die Stärke hochziehe, wir bekommen nur einen einzigen Schadenspunkt dazu. Wir bekommen natürlich mehr Verteidigungswerte, klar. Unsere Munition wird deutlich stärker, aber an sich bekommen wir nur einen Schadenspunkt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Denn selbst bei Bloodborne gab es ja 2 bis 3 Schadenspunkte. Und da war der Base Damage, meine ich, auch geringer. Von daher ist dann hier die prozentuale Ausbeute geringer. Aber ich denke mal, wenn wir dann die Waffen aufwerten können und ein bisschen an der Skalierung sich verändert, dann werden diese Aufwertungen auch deutlich stärker werden. Ah! So, ihr wollt mich hier also runterkicken. Schubsen ist verboten. Gut, aber wir haben noch volle HP, das passt. Ich glaube, wir sollten schon mal auf die Axt gehen. Also bei den Hunden, gegen die habe ich bislang noch nicht gekämpft, da habe ich noch kein Wunderheilmittel. Da wird aber wahrscheinlich Magie sehr effektiv gegen sein. Da habe ich aber nichts. Ja, vielleicht wäre es auf jeden Fall mal an der Zeit, sich in Bezug auf Magie was zu überlegen. Aber das passt halt nicht so zu meinem Verständnis von einem Stärkebild. Kann aber auch sein, dass man hier diese Kombination ja machen muss. Vielleicht nicht, aber wenn man diese Kombination macht, wird es vermutlich ein bisschen einfacher werden. Ach, das Vieh kennen wir doch, oder? So, you're starting to see through their lies. Church, Crusaders, Sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, the lot of them. Adir. The one true God stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do? Defy him. Fucking heretics! Name's Damrose. And I'm wondering if Adir might have a purpose for you. It takes strength to survive in this world, and Mornstead's no different. Adir's got no time for the weak, and neither should you. Cut them down, and take what they've got for yourself. Okay, was können wir bei dir kaufen? Auf jeden Fall Zauber, oder? Gut, die Granate, das. Ah, nee, machen wir doch nicht. Waffen auch. Ja, kann sein, dass ich die eine Waffe sogar schon hatte. Das sieht irgendwie nach einem Bossfight aus. Ja, genau, deine Dreckshunde auch noch.
Ah, okay. Mit den Echsen kann ich auf jeden Fall die Panzerung von den Hunden kaputt machen. Und da kommt wieder so ein Drecksvieh an. Ja, Kackviecher. Also ohne die Hunde wäre das nicht so das Problem. Ah! Jetzt kommen auch noch drei. Ja, shit. Ja, ich habe nichts zum Heilen mehr. Ah, verdammt. Okay, das macht sie auf jeden Fall zweimal. So, den können wir so umhauen. Ah, shit. Und wieder ein Hund. Nice. Okay, aber wenn wir draufhauen, können wir ihm auch seine komische Klappe am Gesicht weghauen. Und wenn sie zielt... Ah, shit. Also, wenn sie zielt, können wir auch zur Seite rauslaufen. Alles klar, gut. Vom Grundprinzip verstanden, das aber gleich noch in eine vernünftige Ausführung zu bringen. Wobei der erste Try, so kacke war der jetzt auch nicht, ne? Mind yourself, Lambearer. Whether you took up youth on a treacherous... Okay, der hat nichts Neues für uns. Also gut, dann schauen wir mal. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal schnell... Ich dachte schon, der Dicke wäre direkt hinter uns. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal eben schnell den Schmieden holen. Ich schaue mal, ob ich gleich von hier einfach irgendwie einigermaßen safe runterspringen kann, ohne drauf zu gehen. Weil wenn unsere Waffen noch mal ein bisschen stärker sind, ist das natürlich auch nicht unbedingt von Nachteil. So, weg mit dir. Da sind auf jeden Fall Hunde und man hört, wie jemand hämmert. Ach, da ist auch eine Leiter, die habe ich gar nicht gesehen. So, das ist ein Dritter. Das war ein Dritter. So, hier sind dann die Hunde. So, da haben wir dann die Maske vom Gesicht weggefetzt. Und dann können wir dann natürlich auch draufhauen oder wir sliden drumherum. Das geht natürlich auch, wenn man das beherrscht.
da kommen wir nicht durch. Und du bist jetzt der Schmied, oder wie? Sentinels! Damn Sentinels! Und the damn bells! My bastards! Insult to Gerlinda's skills! Waste of her time! So, you're not another of these fools. Good! That key. Hand it over. No one gets the better of Gerlinda for long. Finally, make a slave of Gerlinda. Ha! You made a slave of me. You don't count. Ah, hier rechts ist noch ein zweiter. Doing an old Grawok a kindness. Aren't you a credit to your species? Doing an old Grawok. Gut, also wir haben sie anscheinend befreit. Oh. Ich wünschte, ich hätte diese Tür niemals geöffnet. Gut, haben wir hier hinten noch... Da haben wir was. So, sie hat den Schlüssel. Aber wir haben sie jetzt auch nicht wirklich eingeladen... in den Hub zu kommen, oder? Ja, schauen wir mal. Wir düsen mal eben in den Hub zurück. Mal schauen, ob sie jetzt am Start ist. Ansonsten würden wir uns weiterhin an dem, ja, an dem Boss austoben, den wir da entdeckt haben. Der erste Try lief ja gar nicht so schlecht. Ja, genau, Himmelsrast. Ja, und dann hauen wir mal die Hundemeisterin um oder versuchen es zumindest. Ah, da ist sie. Sehr schön. Und ihr komisches... Ach, der ist einfach nur ein bisschen abgemagert, vernarbt und war lange nicht mehr beim Friseur. Okay, gut. Gerlinda found herself a place to do a little business. She hasn't seen any other Grawok since arriving in this shithole kingdom. But Grawok or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. Der Akzent ist so geil. So übertrieben, aber so geil. Speaking of business, Gerlinde has something you might be able to help with. She's looking for some items this whining bag of bones left in Mondstadt a long time ago. Gerlinde is undeserving of what she seeks, traveler. And self-centered besides. You would do well not to aid her in... You know full well the agony Gerlinda can inflict on you as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not... Silence! Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But he carved this knowledge in crystal. And now Gerlinda wants those crystal tablets to help in her runesmithing. So, if you find any in your travels, bring them to Gerlinda and she'll do right by you. Der Akzent ist so geil. As I would not, I will not, even upon pain. So, kommt, ich will hier... Ah, jetzt, hier, alles klar. Also, wir können hier ein Flegel kaufen, ein Schild, ein bisschen Fernkampf, sehr schön. Ja, wir brauchen noch nicht mal viel Kraft dafür. Ich will aber Ausrüstung aufwerten. Okay. Aber was werten wir auf? Können wir... Hieß es nicht auch, dass man
Rüstung aufwerten kann. Ich sehe gar nicht, was benötigt wird. Also da oben haben wir 4 verschiedene Steine. Aber ich sehe jetzt ganz unten links steht Gegenstandsentdeckung. Gut, das passt nicht. Ah, okay. Unter der Kraft haben wir nochmal 2. Ja, wir haben, glaube ich, 26 von den Dingern. Nicht genug Kraft, okay. Aber hier können wir dem Ganzen nochmal ordentlich Bums geben. Die Skalierung ist immer noch räudig mit D-. Dann werten wir... Nee, reicht nicht. Also gerade hier dann um 21 steigert sich dann die Angriffskraft. Der Damage geht auch nochmal ordentlich hoch. Das sieht gut aus. Also von den Steinchen haben wir einige, aber die Kraft fehlt. Gut, das lässt sich ohne Probleme nachfarmen. Das wird definitiv nicht das Problem sein. So, haben wir hier auch irgendwelche... Nee, da können wir nichts machen. Dann düsen wir mal zum Boss zurück. Ist das der Glockenturm? Ich glaube ja. Und dann geht's einmal los. Wo sind wir? Hä? Habe ich mich verklickt? Gut, hier sind wir richtig. Äxte sind aufgewertet, also ich werde dann auch immer so peu à peu die anderen Waffen auch aufwerten. Aber jetzt für den Bosskampf sind wir einigermaßen eingegroovt. Ah! Oh. Okay, das Schubsen hat zumindest kein Damage gemacht. So, einmal hier durch. Ah, stimmt, hier müssen wir auch noch mit dem Ding fahren. Da haben wir die Wurfdinger. Sehr schön. Wir haben ja auch diese Granaten. Okay, das sind verschiedene Arten von Angriffen. Gut. Ja, aber auf die Hunde, ja, wir können da einmal mit normalen Damage auf diesen Fresskorb gehen. Oder wir werfen da eine Axt drauf. Wichtig ist nur eine Axt, dass ich die nicht verschwende. Und dann gehen wir mal durch. Ah, shit. Wow. Lecco mio. So, und jetzt können wir... Zack. Zu kurz. So, das macht sie zweimal. Ah, shit. Ja.
Also zwei Angriffe auf den Maulkorb, zwei Angriffe auf den Hund. Ich sehe halt auch nicht, wann die mich angreift. Ah, shit. Na komm schon. Also da lief der Anfang richtig katastrophal. Am Anfang zu viel rumgekaspert und dann sehr schnell in die Umbra-Phase gekommen. Ja, schade, meine Hoffnung war, die eigentlich dieses Mal zu killen oder im zweiten Try. Weil der erste lief eigentlich recht gut, ich habe jetzt aber überhaupt nicht mit den Äxten gearbeitet. Vielleicht ein Fehler. So, durchspringen. Shit, fast runtergeflogen. Ja, ohne Ads wäre die natürlich gar kein Problem. Aber diese Kackhunde, gerade auch mit ihrem Maulkorb. Da haben die sich hier echt was Geiles einfallen lassen, um mich zu quälen. Ja, vorsichtshalber jagen wir das Ding mal nach oben. Oh, shit. Ah, okay, die sind schon down. Ein Wurf. Okay, können wir die vielleicht auch mit den Äxten platt machen? Ja. Das war jetzt ziemlich easy. Da mache ich mir so einen Stress und am Ende des Tages ist das kein Problem. Gut. Dann können wir hier weitermachen. Ich habe aber so ein bisschen Angst. Denn wenn wir jetzt hier durchgehen. Moment, das ist was anderes, oder? Ah nein, das, was ich im Kopf hatte, war bei der Schmiede. Da war ja meine Lieblingspassage gewesen mit diesen ganzen Hin- und Herklettern. Hier sind wir woanders, alles klar. Gut, nee, dann machen wir hier erstmal weiter. Schauen mal, was uns hier erwartet. Aber von der Schmiede können wir natürlich auch wieder weitermachen. Und das Schöne ist natürlich auch sehr schön.
Neues Gebiet. Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose. At least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something of interest. Mornstead, war das nicht das, wo auch die Schmiedin gesagt hat, some wo wir hin sollen? Use the word scavenger, true. But that sounds somewhat judgmental, don't you think? I'm just putting to use that which has been discarded. You could even say that there's a sort of nobility in it. Well, perhaps just a little. Gut. Dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ja. Okay, das wird definitiv ein Hauptboss sein. Oh shit. Aber der frisst schon mal guten Damage. Ich sehe nichts. So, der... Da hinten ist was. So, jetzt hat er alles verloren. Ah, shit, Arschbombe. Falsch ausgewichen. Ah, okay. Gut, also. Fleischsammler, der aussieht wie ein Fisch. Am Anfang die Parasiten wegziehen. Seine Hand macht mir so ein paar Problemchen. Die ist nämlich sehr groß. Da können wir auf jeden Fall nicht lang. Was ist das? Sind das jetzt Spieler oder NPCs? Gut, dann werden wir hier nochmal... So, das war seine garstige Hand. So, jetzt haben wir alles weggezogen. Ah, shit. So, mit der Axt konnten wir schon mal die Hälfte der HP wegziehen. Ah, Arschbombe.
Okay. Ja, shit. Seine Wrestling-Moves. Unterschätze ich gerade etwas. Und er hat auch Gift am Start. Weg, 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 weg. Ah, shit. Nicht weit genug weggekommen. Ah, okay, wir dürfen... Stimmt. What? Ach, der hat mich gepackt. Drecksau. So, jedes Mal, wenn er hopst, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit drauf zu hauen. Ah, shit. So, einmal durch. Ah, verdammt. Okay. Aber die Ausweichmechanismen müssen noch ein bisschen besser werden. Und dann sollten wir den eigentlich auch legen können. Die Wurf-Items werde ich mal für den Schluss aufbewahren. Was aber definitiv der Fall sein wird, wenn ich die Waffen noch ein-, zweimal aufwerte, dann haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr Damage und könnten ihn dann ohne Probleme umhauen. Ja, was heißt ohne Probleme, aber mit ein bisschen mehr Brainpower. Nein, shit. Ja, zu früh ausgewichen. Zu früh ausgewichen. Okay, ist schon tot. Shit. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf meine HP geachtet. Na komm schon, lass mich hier weg. So, wir haben alles weggesaugt. Okay, zu früh ausgewichen. Ja, ein Try müssen wir noch machen, der ein bisschen sauberer ist. Der eben war ja richtig kacke. Aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal meine Annahme bestätigt, dass richtige Bosse eine Zwischensequenz haben. Und alles ohne Zwischensequenz nur Miniboss ist. Da haben wir schon das Ding. Ah, shit.
zu gierig werden. Abhauen, abhauen. So, jetzt haben wir ihn wütend gemacht. Ah, verdammt! Ja, ich Depp. Ich habe den Gang gesehen, dachte, ich kann mich dort verstecken. Hier weg. Sehr schön. War ein bisschen knapp, war ein bisschen unsauber, aber Fleischsammler, vierter Try und du bist down. Drecksau. Umbral, nee, Überreste-Samen, genau, Überreste-Samen, das ist das, was wir brauchen für den Setzling. Und, also dafür, dass ich hier über das Game so sehr geflucht habe und gesagt habe, dass es mich gebrochen hat, hat das eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Also ich bin recht zufrieden. Come to August, my child. Yes. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Ja, der hat ein paar kleine Probleme, habe ich so das Gefühl. Jetzt ist aber dieser Gang da hinten frei. Wir können einen Setzling setzen. Sollte ich vielleicht auch machen. Meine Hoffnung ist, dass ich ihn mir sparen kann. So, wir haben auf jeden Fall zwei Setzlinge. Sehr gut. Okay, dann haben wir einen Miniboss umgehauen, einen Hauptboss umgehauen. Das ist natürlich immer gut. Nee, da bekommen wir nur Angriffskraft ordentlich dazu, aber der Schaden an sich nur einstellig. Und wir haben natürlich auch die Schmieden freigeschaltet. Da werde ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen investieren, um Kraft zu farmen, Waffen aufzurüsten. Weiter geht's auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, kleine Falle, die ich mir jetzt gebaut habe, dadurch, dass ich diese Waffen jetzt aufgewertet habe. Super, die Axt habe ich vorhin für 600 Kraft gekauft. Ja, aber vielleicht machen wir dann beim nächsten Mal weiter mit dem Hammer oder vielleicht mit den Schwertern. Muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall haben wir einiges an Auswahl und ich bin wieder motiviert, da diese Folge sehr gut gelaufen ist. Aber so ist das nun mal in Souls-like, ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen.